Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-EO4-Format auf Too Into Indie. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid an diesem 10. Dezember 1624 bereits. Es geht ganz gut voran, die letzten paar Folgen, glaube ich. Wir sind auch jetzt seit längerer Zeit vom Krieg verschont geblieben. Ich glaube, seit dieser Niederlage, die wir damals gegen Siena erlitten haben, wo wir auch noch Arezzo wieder zurückgeben mussten, haben wir keine Niederlage mehr erleiden müssen. Wir sind auch seit längerer Zeit nicht mehr angegriffen worden von den Osmanen. Einige Jahrzehnte her, nicht in diesem Jahrhundert, glaube ich, ne? Aber wir haben uns, glaube ich, mittlerweile so zu einer Macht entwickelt, der man es sich zweimal überlegt, als Aggressor wirklich auftreten zu wollen. Schon wieder ein Darlehen? Das ist doch Frechheit. So denn, liebe Leute, gutes Land genommen, Trient, Friol, Görz, von den Österreichern jetzt wirklich marginalisiert worden sind. Man könnte sogar darüber nachdenken, dann irgendwann nochmal wiederzukommen für Tirol, für die Goldprovinz. Durchaus attraktiv. Hier eine Festung, kontrollierst du den gesamten Zugang durch die Alpen. Überhaupt mag ich die Region sehr, ne? Und sich überlegt, du hast hier eine Festung. In Mailand eine Festung oder sogar in Waldstätten. Dann hast, machst du hier noch in Piemont eine. Dann brauchst du noch eine in Nizza oder in Cuneo. Und dann machst du quasi zu. Dann hast du hier noch in Treviso oder in Friol eine. Dann hast du so einen Festungsgürtel in den Alpen, in den Bergen. Die ist nicht vergleichbar mit den Pyrenäen. Die sind natürlich noch besser hier. Aber hat das den Kastilianern genutzt? Nein. So, liebe Leute, was ist das Ziel? Wohin strebt Athen in den nächsten Jahren? Ich denke, es ist klar, es muss Krieg geben gegen Mailand. Wir sind jetzt im März 25. Unsere Reputation ist noch ein bisschen beschädigt, aber nur noch bis März 27. Ich glaube, dann müssten wir in der Lage sein, Böhmen reinzuziehen in diesen Krieg. Und dann würde ich sagen, wird es einen Konflikt geben müssen um die Toskana. Ich check mal ein bisschen nach aggressiver Expansion. Ja, die sieht gut aus, Leute. Quasi nicht mehr vorhanden, also können wir richtig zugreifen. Das lässt sich doch ganz gut an. Und dann haben wir jetzt 2 Jahre Zeit, in denen wir uns ein bisschen aufrüsten können. In denen sich die Rekruten ein bisschen sammeln, erholen. Jetzt überlege ich doch hier mal die Rekrutenreserve anzufordern, weil wir auf 54% stehen. Jawohl, machen wir mal. Brauche ich noch einen General? Oh ja, ich bräuchte. Warum brauche ich noch einen General? Bringst du auf 68%, das ist in Ordnung. Spare ich mir ein paar Pünktchen. Rendis. Philippos Rendis. Ein Mann, der den Fernkampf mag. Und ja, ich habe auch Zypern noch im Blick. Würde ich aber wahrscheinlich echt erst dann machen, wenn die Osmanen ohnehin über die Mamluken herfallen. Dann ist es noch einfacher, wie zur Hölle. Man hat 16.000 Mann auf Malta. Moment. Zur Hölle können die sich so eine Armee leisten oder waren da andere Stacks? Da haben wir ziemlich ein bisschen Reserve, wenn wir gleich richtig hochpumpen können. 35.000 Mann Minimum, denke ich mal. 40.000 wäre eigentlich mein Wunsch. Ich fürchte, der wird mir nicht erfüllt werden. So, schließen wir die Wirtschaftsideen ab. Eigentlich ist Zeit für Tech, ne? Bei Produktionseffizienz nach hinten nochmal Entwicklungskosten reduzieren. Ja, komm, wir ziehen es jetzt einmal durch. Wir haben ja aktuell auch keinen Malus hier. Okay, Frankreich hat da Truppen stationiert. Mir war schon so. Zack, und jetzt ist nämlich eine Richtlinie verfügbar geworden, aber ich glaube nicht die, die ich will, oder? Unruhe global und Kostenstabilität reduziert. Nee, das. Nee. Ich meine, ich kann sie halt mitnehmen. Weil ich jetzt eh nichts Besseres aktuell habe, ne? Das ist natürlich noch attraktiver.
wenn ich die Einflussideen abschließe, aber ich kann sie ja dann rausnehmen und wechseln. Sie ist 10 Jahre lang aktiv, mindestens. Aber in 10 Jahren habe ich die Einflussideen auch noch nicht abgeschlossen, von daher. Yes. Unruhe reduziert. Das kommt mir ja gerade ganz gut sogar hier zu Pass. So, und dann ist es geschehen. Lüttich wird annektiert. Da ist der Kirchenstaat. Ha! Lass dich an. Und Österreich tritt Ingolstadt und Regensburg an Bayern ab. Bayern wird wieder. Und Österreich ist jetzt wirklich so im Prinzip in seinen heutigen Grenzen, oder? Salzburg. Ja. Oder? Das ist das Österreich, wie ich es kenne. Okay, wir haben... Habe ich ihn die ganze Zeit übersehen, den Kirchenstaat? Den Emigrierten? Rom haben wir schon vor einer ganzen Weile genommen. Aragon und Frankreich jetzt im Bund, das ist ekelhaft. Nun gut. Leute, wir brauchen weitere Partner. Wir könnten uns sogar noch einen leisten. Oder einen weiteren Vasallen. Irgendeinen Alliierten. Auf gar keinen Fall gebe ich euch das Land zurück. Nein, nein. Das hat mir so viele Jahre, zu viele Bündnispartner und jetzt haben wir zu wenig. Ja, aber was soll ich... Was soll ich mit diesen Winzstaaten hier anfangen? Ne? Das ist halt auch die Frage. Dänemark. Naja, Politon. Weil Politon scheint es jetzt erstmal auf die Reihe gekriegt zu haben. Ne? Haben wir aber gerade mal 50.000 Mann. Also das ist so ein Riesenreich. Das ist erbärmlich. Die Portugiesen. Irgendwo die Schweizer vielleicht nochmal. Mit denen haben wir ja schon mal gebrochen. Ich glaube, die... Ja, was wäre nicht unmöglich. Das wäre durchaus sogar im Rahmen. Vielleicht müssen wir bei den Schweizern mal anklopfen dann. So, erstmal die Schuld begleichen. Zack. Was haltet ihr eigentlich? Mal so nebenbei eingestreut. Ich habe jetzt in Zeiten der Isolation, man hat viel Zeit, auch über die Osterfeiertage, habe ich mal wieder die Gilde 1 rausgekramt. Einfach weil ich Bock hatte, mal wieder ein bisschen reinzuspielen. Es ist neben Anno, dem ersten Anno und Patrizia 2, ist es so das Spiel meiner Kindheit und Jugend. Dazu kam noch ein bisschen Siedler am Anfang. Ihr seht ein Muster. Und es endet dann in EU 4. Habe ich mir da rausgekramt. Ich überlege, ob ich da in den nächsten Wochen, Monaten, nicht parallel, auf gar keinen Fall parallel zu diesem Let's Play, aber irgendwann mal vielleicht ein Let's Play machen werde. Wäre das was für euch? Würdet ihr euch, ihr, die ihr hier die EU 4 Community auch seid auf dem Kanal, auch sowas anschauen? Schönes Gilde 1 Let's Play. Ihr seid richtig alt. Man kriegt es auch nicht in Breitbildauflösung hin, anders als bei Patrizia 2, da kann man sich das ein bisschen hintricksen heute. Das ging da noch nicht, oder geht nicht mehr. Aber ich hätte Bock drauf, wenn ihr auch Bock drauf habt, mache ich das vielleicht mal im Laufe des Jahres. Schön so eine Handelsdynastie aufbauen und richtig hardcore roleplayen dann. Das, also Gilde lädt natürlich auch wirklich dazu ein, zu roleplayen und dann, ich liebe es da richtig schön auf die, was zur Hölle? Oh. Kurz mal im Satz zu Ende, ich liebe es dann wirklich auch voll in die Politik reinzugehen und dann meine Familie aufzubauen und richtig spannende Handwerksberufe zu ergreifen oder halt auch so ein bisschen abwegig dann irgendwie zu agieren. Ich habe es immer geliebt, mir Banken zu bauen, die völlig schwach sind in dem Game, aber... Okay, wir haben unsere Kernprovinzen verloren, also unsere Ansprüche. Das hat natürlich unserem Prestige jetzt nicht allzu gut getan. Bitter. Aber war absehbar. Den Anspruch werden wir nicht verlieren. Doch. 1720. Dann ist Athen weg. Uiuiuiui. Nicht gedacht, dass die Kultur so ausgelöscht werden könnte. Ne? Jetzt auf 10.000 in der Artillerie. Wir nähern uns ein Jahr noch. Wir nähern uns dem Krieg gegen Mailand.
Denn dann habe ich die Reputation und kann Böhmen dazu nehmen. Genua mag Mailand zu sehr. Und Litauen hat, boah, 2200 Schulden. Also wir müssen es dann quasi wir gegen Mailand mit Venedig zusammen. Böhmen gegen Pommern, blockt die hier im Norden weg, geht wahrscheinlich auch auf Friesland. Plus Gelder, naja, die können wir wahrscheinlich durchmischen. Also. Mal gucken. Ich kann den mir nicht leisten wahrscheinlich, ne? Für 8. Ich meine, ich bezahle gerade mein Heer nicht. Bisschen illusorisch. Die Flotte werde ich auf jeden Fall einsetzen, allein um hier die Küstenlinie zu blockieren. Und schon mal aktivieren. Gleich mit 36.000 Mann. Also es müsste hinhauen, es müsste eigentlich hinhauen. Böhm ist quasi auch bereit. 30.000 Mann. Wir haben 36.000 Mann. Mailand hat. Zack. Sie haben Reserven, also sie können richtig hochgehen. Aber müssen wir halt entschieden und schnell zuschlagen. Florenz, eine Stufe 4 Festung ist nicht ohne. Frage ist, was ist unsere Hauptattacke? Wahrscheinlich richten wir den Hauptangriff wirklich erstmal auf Mailand. Marschieren hier durch das reiche Kernland. Und lasse ich Florenz erstmal liegen und nehme Siena als Kriegsziel. Ich will Florenz nicht belagern müssen und dann da irgendwie geschnappt werden. Ich nehme mal die Reputation mit, falls ich sie gleich brauche, um wirklich ganz sicher zu sein, dass man mir folgt. Und danach wird jetzt hier aber voll in die Technologien investiert. Auch hier gerade in die militärischen. Aber wir werden jetzt immer stärker. Also hier und da vielleicht sogar noch ein bisschen. Liegt gerade hier noch. Vielleicht sogar mal ein bisschen. Ah ne. Autonomie zu reduzieren, aber es sind teilweise die Stände. Ja, habe ich schon reduziert. Und zack. Das bisschen Widerstand, Leute. Ja, 11 Jahre geschenkt. Das macht uns noch stärker. Nein, ich dachte, das gibt uns hier vielleicht noch ein bisschen Luft. Müsste man wirklich demnächst mal wieder investieren. Aber das mache ich dann auch mit einem Erlass und wenn ich auch die Bürger hier wohlgesonnen habe. Hier gibt es nichts, was ich brauche. Was war das eigentlich? Achso, nee. Passt, passt, passt. Zahlen schon mal den Sold. Wir aktivieren auch schon mal die Festung oder bemannen sie. Und dann gucken wir mal, März, ob wir bereit sind zuzuschlagen. Ja, das ist kein Problem hier in Görz, ne? Die werden im Zweifel zwar ein bisschen Autonomie bekommen von mir. Osman aktuell in Friedenszeiten, das ist immer unangenehm, aber was soll man machen? Ich check jetzt noch einmal, achso, ich wollte ja bei den Schweizern eigentlich ein Bündnis pushen. Ich sehe sonst aber auch kaum Kandidaten jetzt hier für ein Bündnis mit uns. So eher darauf gucken, vielleicht sogar gleich noch einen weiteren Vasallen dann mitzunehmen. Mal schauen. Weil es ja so eine Sache ist, wenn ich jetzt erstes Land nehme und es dann wieder einem Vasallen gebe, ich trotzdem natürlich massiv aggressive Expansion gefressen, statt wenn ich direkt jemanden vasalliere. Das, ja, gewinne ich natürlich dann in gewisser Weise. Mal gucken. So, ne? Jemand direkt vasallieren kostet mich halt nicht ganz so viel aggressive Expansion, wie ihn erst annektieren und dann freilassen. Aber Mailand ist natürlich eine Riesennation. So, unsere Armee ist fast bereit. Ich möchte dann auch, dass Venedig sich möglichst an uns ranhängt. April. Wir sind noch nicht voll mit der Moral. Wir können erst im Mai dann wahrscheinlich zuschlagen. Jawohl, und Böhmen ist dabei. Unsere Reputation ist wiederhergestellt, aber sonst folgt uns halt keiner. Siena als Kriegsziel.
Beziehungsweise auch Brescia noch an Venedig. Das ist nämlich gutes Land, aber billiges Land. Und am Mai habe ich dann die maximale Moral. Ich überlege. Wenn ich alle anderen rausschmeiße, könnte ich es finanzieren, hier auf Moral zu gehen. Aber ich glaube, ich mache es nur, wenn ich es unbedingt muss. So, wir können den Krieg beginnen. Es wird nicht ganz einfach, glaube ich. Pommern, Friesland, Gelder, die liefern schon ordentlich Truppen auch nach. Ich weiß gar nicht, sind die teilweise im Krieg? Obwohl Friesland ist beschäftigt. Immerhin, immerhin. Mailand ist ausgeruht, Mailand ist frisch. Wir sind eine Tech aber voraus. 17, wir sind auf 18. Böhmen ist bei 18. 18. 16 Friesland und 18 bei Geldern. Okay. Ich würde sagen, ungefähr ausgeglichen. Kriegst du jetzt hier eine? Los geht's. Okay, Mantua ist als erstes Ziel quasi zu wählen. Flotte ist, wenn soweit sie bereit ist, schicke ich sie hier in die Ligurische See. Oh, da ist die Armee der Mailänder. Gehen wir erst darauf. Solange sie quasi jetzt nicht voll formiert sind. Ich befürchte, sie können... Oh, vielleicht erwische ich, wenn ich gut bin, wenn ich Glück habe, erwische ich die 10.000, 11.000 hier in Siena. Nein! Ah, der Weg durch die Berge war zu weit. Ich würde hier so gern 1.000 Mann weg snipen, aber es gelingt nicht. Oh ja, doch, 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 doch. Kriege ich die 11.000 da. Oh, ich krieg die 18 an. Was ist Parma, ne? Das ist hügeliges Terrain. Wo ist Venedig? Marschiert erstmal direkt in den Norden. Das ist natürlich nicht so günstig. Macht keinen Sinn. Was Sinn macht, ist kurz zu warten. Und die 11.000 ohne Anführer. Auch wenn das Terrain schlecht ist, aber... sind das auseinandergezogen, die 11.000 kriege ich. Nicht! Ich kriege sie nicht. Das ist eine Frechheit. Oh, ich werde hier komplett ausmanövriert vom Feind. Im Moderna am 11. Wie schnell sind die im Moderna? Aber jetzt kriege ich sie im Moderna. Was gibt's da nicht? Kommen die weg? Nein. Okay, endlich. Ja, jetzt kriege ich meine Schlacht. Aber ihr seht, Mailand hebt gerade massig Truppen aus. Und Stagwipe. Perfekte Stadt. Okay, Böhmle marschiert direkt mal in den Süden auch. Okay, interessant. Wichtiger Stagwipe. Hier nochmal 4000 Wipe. So, unsere Flotte ist jetzt bereit, hier mit den Venezianern gemeinsam vorzugehen. Interessant. Böhmen, anders als gedacht, marschiert in den Süden. Wow. Geldern und Pommern gemeinsam mobilisieren 40.000 Mann. Das habe ich eben nicht gedacht. 336 Lukan, das ist mir zu viel. Das ist es mir nicht wert. Effizienz der Belagerung nehmen wir sofort mit. Das ist natürlich jetzt ganz praktisch sogar. Wo wir gerade mittendrin stehen. Okay, Böhmen wird unter Druck geraten da im Norden. Venedig ist da ein bisschen verloren. Aber ihr seht, wie schnell ich hier durch Mantua durchfege. Gucken wir auf die nackten Zahlen, da ist der Feind überlegen, obwohl wir schon 10.000 Mann mindestens weggenommen haben. Von der Karte. Ziehen hier ein paar Männer raus, dass wir nicht alles in der Belagerung haben. Viel zu viel im Prinzip nämlich. Ich wollte eigentlich diese einzelnen Verbände, wenn die so einzeln marschieren, kann man die ganz einfach wegsnipen. Ein bisschen muss ich aufpassen, glaube ich, was ich hier mache. Mailand hebt ohne Ende Truppen aus. Ich habe so einen gewissen Timer jetzt drin, weil
sie unglaublichen Druck auf Böhmen ausüben. Mailand auch auf Böhmen geht. Okay, sie mobilisieren alles gegen Böhmen. Das heißt, ich muss mich komplett jetzt eigentlich gegen Mailand wenden. Und einfach den Warscore gegen Mailand machen. Brauche ich eigentlich, ich könnte noch einen zweiten General gebrauchen, um meine Truppen aufzusplitten. Ist das ein... Ja, das ist durchaus ein Staatsgebiet für mich. Okay, wir müssen mehr Druck aufbauen jetzt. Mantua ist gefallen. Wunderbar. Zack, Druck machen auf Florenz und dafür sorgen, dass die hier nicht wegkommen. Und dann hier einfach ein bisschen Land besetzen. Und wird das jetzt... Okay, Venedig ist auch in den Süden marschiert. Ich kann wirklich sein, dass ich gleich Böhmen verliere. Ich sollte jetzt einfach schnell Warscore machen. Wo ist hier noch eine Festung, auf die ich gehen könnte? Mit Venedig zum Beispiel, wenn die sich da anhängen. Cuneo. Nee, Cuneo kriege ich nicht so einfach. Versuchen wir aber so viel Land wie möglich jetzt erstmal zu besetzen. Und das kriegst du ja natürlich. Das halten wir noch gar nicht. Ja, sich jetzt hier mehr anzuschließen macht nicht so viel Sinn, Venedig. Ja, aber es ist gar nicht so ideal, wie der Krieg gerade läuft, weil ne, wir verlieren im Zweifelsfall gleich Böhmen. Nicht so einfach hin. Baller jetzt erstmal Florenz nieder. Mailand hält ein bisschen aus, okay. Dann wird der Landesteil hier auch offen sein für uns, sobald Mailand gefallen ist. Sollte ich hier im Süden ein bisschen rummarschieren? Etwas planlos. Von mir aus. Venedig belagert Siena. Ich habe hier die Bucht im Griff. Wunderbar. Okay. Ist gefallen. Oh, schlecht. Nein! Die Belagerung abgebrochen. Ach, wie dumm. Es gibt es nicht. Ich wollte nicht auswählen. Dann waren die so schnell jetzt aus Florenz rausmarschiert. Furchtbar. Ich warte, dass die nicht mehr wegkommen. Jetzt lasse ich hier kurz 1000 Mann stehen. Schnapp mir die. Und geh in die Fläche. Auch spannend, wie souverän jetzt hier Venedig sich Mailand für sich reklamiert. Interessant. Interessant. Druck machen. Alles besetzen, was wir können. Aber die Zahlen sprechen massiv gegen uns und Böhmen ist komplett überrannt. Muss man das Kriegsziel langsam besetzen. Das muss ja auch erstmal hochticken. Oh, das ging jetzt schnell. Das ging zu schnell mit Böhmen. Böhmen können sie gleich rausnehmen. Cuneo ist auch eine relativ fortgeschrittene Festung. Ohne Kanonen muss ich es da, glaube ich, nicht versuchen. Truppe lieber ein bisschen zusammenhalten. Ja, und jetzt kommt Mailand da und Pommern. Böhmen geht... Erobert das Land jetzt zurück, das ist in Ordnung. Uiuiuiui. Nicht ungefährlich, was ich hier treibe. Okay, die sind geschützt. Ich ziehe jetzt erstmal die Belagerung von Florenz durch und gucke dann, dass ich in Treviso quasi sie breche. Aber erstmal muss die Stadt jetzt hier fallen. Truppen raus, dass wir nicht so viel verbrauchen. Ich stelle den mal gerade nicht ein. Ich glaube, ich werde gleich den dicken Moralboost brauchen. Okay, jetzt Geldern ist schon da. Nochmal eine Armeereform. Wunderbar. Moral. Uiuiui. Das, also. Gibt es einen besseren Moment für eine Militärreform, Antonio? Nein. 200 militärische Macht. Moral plus 20% für 10 Jahre. Hell yeah. Aber sowas von. Okay, das macht unsere Armee jetzt mal kurz zu Supersoldaten. Erst soll Florenz fallen. Oh, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Ragusa bleibt unsere Schwachstelle. Kriege ich Florenz rechtzeitig? Muss
zu Mailand. Mailand geht. Mailand schräg Böhmen geht nicht auf Befreiungsaktion. Selbstgefälliges Militär. Muss so sein. Come on, jetzt mal schneller. Ich bin kurz davor, jetzt umzuschiften. Weil ich hier Geldans Armee erwischen. Wie kann Geldern 28.000 Mann haben? Fassbar. Und Moral nochmal, plus 5%. Das ist komplett irre. Wahnsinn. Ich habe gerade Moral ohne Ende. Und nehme im Zweifel sogar nochmal den Moral-Bonus mit. Aber jetzt muss Florenz auch mal fallen. Dann gegen Geldern und dann wirklich eine Armee nach der anderen. Okay, Böhmen und Venedig. 40.000 Mann auf Utrecht. Oh, da ist Mailands. Ja, jetzt habe ich zu lange gewartet, fürchte ich. Fürchte ich, habe zu lange gewartet. Weil da hilft mir alle Moral nicht. Wenn jetzt 70.000 Mann sind, habe ich ein Problem. Florenz ist gefallen, okay. Die lösche ich natürlich noch kurz aus. Tja, jetzt die Frage. Wie machen wir das? Das ist verflucht viel. Mailand ist gleich weg. Meine Hauptstadt ist gefallen. Ich belagere Utrecht. Wenn es mir gelingt, Geldern rauszunehmen, gewinne ich wahrscheinlich. Wenn sie gleich Böhmen rausnehmen, dann verliere ich. Böhmen hält noch durch, aber wie lange? Diese Masse hier ist gerade beängstigend. Ich kann nicht attackieren. Das ist zu viel, auch wenn ich jetzt hier knapp 40.000 Mann habe. Ein paar Böhmen noch dabei. Wie machen wir es? Ich kann natürlich jetzt hier aus wirklich richtig gutem Terrain heraus mit massiver Moral vielleicht was reißen. Jetzt gehen sie auf Mantua. Mantua ist auch nicht gut verteidigt. Oha, ich habe unterschätzt, wie viele Truppen sie haben. 70.000 gegen knappe 40.000. Ich verliere diesen Krieg aktuell. Ich habe mich zu viel getraut. Dachte, ich krieg mehr Warscore hin. Natürlich, ich halte das Kriegste, das tickt auch für mich hoch, aber gegen mich tickt halt auch meine Hauptstadt. Und das ist brutalst. Problem, ne? Unsere Armeen sind auseinandergezogen. Ich könnte jetzt losmarschieren und versucht vielleicht Prag zurückzuerobern, aber ich glaube, das wäre auch nicht effektiv. In der Zeit bricht diese Armee hier über uns hinein. Was ist sinnvoll? Ich glaube tatsächlich, ja, doch nicht da durchmarschieren, Leute. Ich glaube tatsächlich, dass ich versuchen muss, in Böhmen drin zu halten und gleichzeitig darauf baue, dass Böhmen gleich hier mich Geldern rausnehmen lässt. Ich muss Verbündete rauskriegen, der Mailänder. Ich habe einen massiven Moralvorteil, den muss ich gleich auch ausspielen. Bam, Einheitenlimit. Jetzt pushe ich richtig durch hier. Jetzt können wir uns nochmal überlegen, das nochmal auszunutzen, jawohl. Dann ziehe ich mal zumindest noch ein bisschen Infanterie nach hier. Wie viel kann ich machen? 44. 2, 3, 4. Ja, erstmal 40.000. Ich werde gleich meine Rekrutenserve brauchen. Mich freuen, dass ich sie habe. Revolte in Österreich ist erstmal irrelevant für mich. Gott, jetzt fällt diese Stadt bitte mal. Die Friesen hole ich mir hier in Verona. Zweifelsfall beendet das die Belagerung von Mantua, jawohl. Herr Mord, es muss schneller gehen. Das dauert zu lange. Ja, da wusste ich. Da habe ich wirklich spekuliert, dass ich den Stackwell kriege. Ich kann mich gerade nicht bewegen, weil ich erst einen Tag rumkriegen muss. Shit, ja, jetzt kann ich nicht ausweichen. Ne? Ja, das habe ich befürchtet. Und jetzt habe ich den Bug, dass ich das Terrain hier nicht sehe. Was ist denn das? Ach, Leute.
Wir investieren jetzt alles. Bam! 7,2 Moral. Aber die Zahlen sprechen halt gegen mich. Ihrer puren Masse, die die Mailänder haben, werden sie jetzt hier wahrscheinlich gegenhalten. Ich werde mich gleich zurückziehen müssen. In dem Terrain kann ich nicht gewinnen. Ja, war ich zu voreilig, ne? Ich dachte, okay, gute Gelegenheit. Immerhin, sie mussten die Belagerung abbrechen. Das hat mich jetzt natürlich unfassbar viel Truppen gekostet. Truppen, die ich jetzt eigentlich nicht ausheben muss mehr unbedingt. Schütze eher die Front hier. Truppe muss ich jetzt erstmal erholen. Ich warte eigentlich darauf, dass ich Geldern rausnehmen kann. Auch Gelder wird nicht so schnell fallen. Hier, gute Chance. In Treviso muss ich eigentlich zugreifen gleich. Aber 16.000 Mann müssen erstmal auch reinkommen hier. Nee. Mantua hat jetzt wieder ein Reset bekommen. Treviso ist wieder greifbar. Ja, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ne? Ich glaube, die Schlacht war ungünstig gewählt für mich. Die war nicht ganz so clever. Der Schlag auf die Moral, der Schlag auf die Reserven. Ja, wir sehen, wie stark wir sind, wenn wir einfach so einzelne Truppen hier erwischen. Die zum Beispiel aber nicht mehr. Ich baue jetzt aber darauf, dass ich hier Treviso verteidigt kriege. Ich lege mal die Regimenter zusammen. Und hebe dann gleich dafür neue Truppen aus. Ich krieg gleich einen Moralboost wieder im Oktober und spiele jetzt hier den Vorteil der Festung aus. Und da seht ihr, wie Pommern einfach dahin schwimmt. Ich habe einen Wahnsinnsbonus durch die Moral. Und den nutzen wir jetzt. Rückzug in besseres Terrain. Neu aufstellen. Viel mehr Infanterie wird jetzt gebraucht. Okay, der Krieg ist... Ich habe sie ein bisschen unterschätzt, sind wir ganz ehrlich. Ich habe sie unterschätzt. Das dauert, aber Geldern ist jetzt zumindest mal gefallen. Plus Böhmen. Böhmen wird wohl auch fallen bald. Wo ist jetzt die vereinte... Okay, Böhmen ist hier jetzt unterwegs. Super. Wo ist der Rest? Wo ist Venedig? Wo ist Böhmen? Da, 44.000 Mann. Durch Frankreich kommen sie zurück. Geldern... Das ist nur Utrecht, ist auch nicht die Hauptstadt, ne? Die 3000 Mann hier sind wichtig, die ein bisschen Entlastung schaffen werden. Ich muss mich jetzt erstmal kurz erholen und dann beobachte ich, was Böhmen macht. Böhmen mit Venedig. Wieder ein paar aus Geldern geschnappt, wunderbar. Und es sorgt wieder für Entlastung, wieder fällt Mantua nicht. Ich ziehe jetzt hier erstmal kurz die Truppe zusammen. Wenn sie sich trennen, dann bin ich sofort da. Eine weitere Armeekarriere. Wir nehmen die Tradition in dem Fall, denn die wirkt sich auch nochmal aus auf die Moral. Boah, ich habe gerade 7,38. Das ist irre. Also ich habe ein Wahnsinnsglück gehabt, ne? Also, die Armeereform plus 20% ist ein Wahnsinns-Event, das du erstmal kriegen musst. Gut, Berater, da gebe ich auch ordentlich Geld für aus. Das ist es mir aber auch absolut wert. Und dann stellt sich Herzog Antonio III. Auch noch als inspirierender Anführer heraus. Hervorragend. Okay, Kräfte wieder bündeln. Wir sind leider halt getrennt, ne, von unseren Verbündeten. Und ich habe nach wie vor große, große Angst, dass ich hier Böhmen gleich verliere. Obwohl Böhmen macht jetzt das wahrscheinlich Beste, was sie tun können. Sie holen ihr Land zurück. Shit. Böhmen ist raus. Böhmen tritt Berlin und die Prignitz an Pommern ab. Pommern ist aber auch nicht rausnehmbar, glaube ich, stand jetzt, ne? Ich muss ein, zwei Verbündete rauskaufen, befürchte ich. Sie bündeln sich jetzt halt extrem gegen mich. Geldern? Geldern macht einen weißen Frieden. Ui, das habe ich ja nicht gedacht. Und Geldern zahlt sogar noch ein bisschen was. Geldern hat einen Huhn?
Kriegsenthusiasmus. Aber ich glaube, dadurch, dass ich auch ihre Armeen ein, zwei massiv dezimiert habe, das sorgt für ein bisschen bessere Zahlen für mich. Hier steht jetzt Mailand noch drin. Wo ist Pommern? Pommern ist hier nicht dabei. Wir gehen voll jetzt auf die mailändische Armee in Mantua. Ich vertraue jetzt auf meine überragende Moral. 45.000 Mann, aber Venedig kommt. Vielleicht nicht so clever von mir, ne? Nee, wir haben die Moral, Leute. Nee, wir haben die Moral. Und die spielen wir jetzt aus. Jawoll! Nach Hause geschickt. Holy fuck. Okay. Unsere Regimenter sind ganz schön dünn jetzt mittlerweile. Aber wir halten das Kriegsziel. Und wir haben natürlich ein bisschen Glück auch mit der Moral. Wir haben uns ja einmal wirklich nach Hause geschickt jetzt. Können sich kurz ausruhen, kurz erholen. Das ist in Ordnung. Sofort wieder die Besatzung jetzt hier aufbauen. Okay. Böhmen ist zwar raus. Böhmen hat auch Berlin verloren, mein geliebtes Berlin. Böhmen hat ein bisschen gelitten. Böhmen musste das Bündnis aufkündigen. Das habe ich nicht beachtet. Das ist fatal. 10 Jahre. Oh, jetzt sind wir zurückgeworfen auf unsere Allianz mit Polen-Litauen. Das ist natürlich eine wackelige. Ein äußerst angeschlagenes Polen-Litauen. Das ist haarig. Das ist äußerst haarig. Okay, wir müssen mal wieder überall Freundschaft auf Freundschaft machen. Aber ich glaube, Leute, dieser Krieg, der wird noch ein, zwei Jährchen uns wohl beschäftigen, oder? Es sieht nicht schlecht aus. Mit 1000 Mann marschiert hier auf die... Okay. Es sieht nicht schlecht aus. Und wenn ich noch ein bisschen mehr die Pommern hier zerlege, dann kriege ich die auch relativ zügig raus. Ah, Ragusa. Ragusa ist ein Problem. Ganz sicher, was Friesland hier gerade vorhat. Gucken, wie schnell ich. Vielleicht kriege ich sie schnell genug. Das Wichtige ist, wir halten auch mit Florenz eine gute Bergfestung. Die sind noch angeschlagen, die Mailänder, Leute. Die sind noch angeschlagen. Die wollen nach Cremona. Cremona ist Flachland. Die Moral der Mailänder ist noch nicht ganz da. Das nutzen wir aus. Und wir schlagen sie noch einmal zurück. Oh, mit dieser Moral. Oh, oh. Ganz fiese Zahlen, die wir da gewürfelt haben. Wenn sie jetzt nochmal richtig gut verstärken. Die 7000 könnten es tippen. Ah! Puh. Oh boy. Okay, das ist der Moment, in dem man Söldner anheuern muss. Der ist jetzt erreicht. Aber jetzt wird's teuer. Aber jetzt wird's richtig teuer. Überlegen, wie wir jetzt gleich vorgehen wollen. Okay, ich habe Mailand ticken unterschätzt. Ihr seht, meine Armee ist jetzt auch richtig dünn nur noch. Da kriege ich noch Verbündete raus. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Okay. Wir gucken gleich mal. Okay, wir müssen uns hier einmal komplett neu sortieren. Wir haben immerhin noch, haben wir noch die Finanzen auf unserer Seite. Aber... schwierig. Jetzt wird es langsam haarig. Ich müsste eigentlich, ich muss Ragusa zurückholen, oder? Machen wir uns nichts vor. Jetzt hier schnell rübersetzen. Ragusa ist brutal schnell erobert. Meine Flotte ist parat. Ich habe die absolute Hoheit auch über die See. Kann dann hin und her wechseln. Ich glaube, das wird der Weg sein. Wir versuchen jetzt eher, uns hier mit Söldnern schnell aufzustellen. Ohne Ragusa zurück mit richtig Kanonen. Und werfen uns dann nochmal gegen Mailand. Mailand ist wahrscheinlich auch bereit für Frieden. Ja, aber Mailand ist nicht bereit, Land abzugeben. Nee, dachte ich mir nämlich. Und jetzt hier nur... Selbst das machen sie nicht, okay. Nur für eine Provinz. Dafür habe ich jetzt keine 20.000, 30.000 Mann geopfert. Aber bisher schwierig. Ich habe mir den Krieg einfacher vorgestellt. Vor allen Dingen habe ich jetzt Böhmen als
Bündnispartner verloren. Das ist wirklich heikel. Ich muss parallel gleich zum Krieg auf jeden Fall mich umschauen. Aktuell habe ich nur Genua, Polen, Litauen auf meiner Seite. Das ist viel zu wenig. Jetzt nehme ich auch wieder eminent die Gefahr, dass Aragon plötzlich eine Rückeroberung startet mit Frankreich an seiner Seite. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht angreifbar machen und plötzlich unser Reich komplett riskieren. Deshalb, liebe Leute, mit Atmen noch und durch, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, Runde 2 gegen Mailand. Macht's gut.